Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Piraten-Guerilla-Podcast-Livestream von Seom im Zeichen des Guten. Heute mit dem Thema Vertrauen. Es ist ein so wichtiges Thema, es ist die Base von so vielem. Wenn du Vertrauen in dich und in deinen Weg und vor allem in das Leben hast und wieder findest, dann weißt du auch, dass alles gut ist, dass das Leben dich führt und dass du behütet bist, dass du beschützt bist. Und darum soll es heute gehen. Vorab noch ein paar schöne Infos für euch. Der ein oder andere oder die ein oder andere mag sich zwischendrin vielleicht fragen, fuck, wieso heißt das Ding eigentlich Piraten-Guerilla-Podcast-Livestream? Das Ganze entstand durch den Gedanken, dass ich jeden Mittwoch um 19.30 Uhr einen Livestream auf Facebook mache und den irgendwann zum Podcast umfunktioniert habe. Mittlerweile nehme ich die Podcast-Folgen separat davon auf und nichtsdestotrotz ist noch jeden Mittwoch auf meiner Seom-Facebook-Seite der Livestream aktiv, in dem ich so ein bisschen über das Thema spreche und so meine Erfahrungen der Woche Revue passieren lasse und natürlich viele Fragen beantworte oder so auf deine Gedanken eingehe. Und wenn du Bock hast, mich da live zu besuchen, dann kannst du jeden Mittwoch um 19.30 Uhr am Start sein und verstehst jetzt auch, warum dieser Podcast Piraten-Guerilla-Podcast-Livestream heißt. Piraten-Guerilla übrigens deshalb, weil ich ein wilder, verrückter Pirat auf dem Meer der unbegrenzten Möglichkeiten bin. Und ich habe als Kind schon Piraten geliebt, deswegen auch mein schönes Piratenkopftuch. Ich lebe letztendlich meine innere Stimme komplett aus. Mittlerweile so hart, dass es mir völlig egal ist, was andere drüber sagen. Und auch das hat viel mit Vertrauen zu tun, denn ich durfte irgendwann erkennen, so, dass ich genau so, wie ich bin, richtig bin. Und dass genau das mir auch die Erlaubnis erteilt, all das leben zu dürfen, was ich leben will, mich so anzuziehen, wie ich will, mich so zu geben, wie ich will und exakt ich selbst zu sein. Und somit werden sich all die für dich scheinbar großen Mauern in Luft auflösen, wenn du dich traust, diesen Weg zu gehen. Und davon will ich dir ein bisschen erzählen, speziell heute. Vor 2 Tagen, also am Montag, ist mein neuestes Musikvideo erschienen. Es ist der Song Willkommen im Leben und den habe ich für meine kleine Nichte Piccolina Kaya geschrieben. Sie ist mittlerweile schon älter und ich habe den Song aber zu ihrem ersten Geburtstag geschrieben und jetzt in der Piano-Fassung mit Annika Dietmann zusammen nochmal neu kreiert für mein Best-of-Album Smaragde. Und ich will dich einladen, dir das Musikvideo gerne anzuschauen. Es ist auf YouTube unter Willkommen im Leben. Und weil es auch jetzt schon so gut passt, will ich dir eine Strophe hier zum Einstieg schenken, denn genau das ist der Punkt. Obwohl es Sonne und Regen gibt und obwohl es dornige Straßen und Pfade zum Himmel gibt, es ist so wichtig, dass du dich dafür entscheidest, dass das Leben es gut mit dir meint. Und das fantastische Video hat meine Partnerin Johanna gezaubert mit ihrer Filmproduktionsfirma Farbträumer. Und sie hat mal eine Karte kreiert, eine Karte, die es bei uns im Shop gibt und die wir auch gerne den Menschen mitschicken, wenn sie CDs oder Bücher bestellen. Und auf dieser Karte steht, das Leben meint es gut mit dir. Vertraue darauf. Und genau darum soll es heute gehen, um dieses Vertrauen. Und jetzt schenke ich dir erstmal eine Strophe des Songs Willkommen im Leben als kleinen Einstieg. Und heute gibt es noch ein bisschen mehr Musik als sonst und auch eine schöne Zen-Geschichte für dich. Also freue dich auf eine wirklich erfüllende, berührende Folge, um dich in deine Kraft und in dein Vertrauen zu bringen. Und jetzt viel Spaß mit Willkommen im Leben. Du wirst noch verstehen, was das Leben dir zeigt. Manche Pfade sind schmal, andere Wege sind breit. Viele Chancen sind groß und ihr Glanz oft sakral. Denn das Leben wirkt oft wie ein Tanz durch ein Saal. Aber du hast die Wahl, also wähl deine Schritte. Behutsam, nur du kannst es sehen in der Lücke. Das Schöne ist oft in den Zeilen versteckt. Also achte darauf und lauf keinesfalls weg. Lass dich nicht blenden und schau auf das Wahre. Momente voll Glück halten tausende Tage. Du brauchst ein paar Jahre, doch wirst es verstehen. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu vielen Ideen. Lass die Liebe nie gehen, sie behütet dein Weg, weil sie dich voller Güte wie Flügel erhebt. Dein Herz führt den Weg als die Stimme des Lichts. Lausche still, wie es schlägt. Bestimmst, was du bist. Piccolina Kaya, willkommen im Leben. Du wirst später verstehen, es gibt Sonne und Regen. Neben Straßen voll Blumen und dornigen Wegen gibt es Pfade zum Himmel. Willkommen im Leben. Kaya, Kaya, willkommen im Leben. Du wirst später verstehen, es gibt Sonne und Regen. Neben Straßen voll Blumen und dornigen Wegen gibt es Pfade zum Himmel. Willkommen im Leben. Willkommen im Leben. Und es ist so wichtig, dass wir uns trauen, uns immer selbst wieder in diesem Leben willkommen zu heißen.
So, wenn du das ganze Video sehen willst, wie gesagt, geh auf YouTube, gib einen Seom willkommen im Leben. Kommentier gerne drunter, was es für dich bedeutet, in deinem Leben anzukommen und Vertrauen zu finden. Und ich finde es deshalb so schön, weil sich mit diesem Song so ein Kreis schließt. Weil ich den Song, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren geschrieben habe und dieses Vertrauen seitdem bestand und immer stärker und tiefer gegangen ist. Und ich will dir erstmal grundsätzlich erklären, warum du dem Leben vertrauen darfst. Schau mal, wenn eine Kraft dazu in der Lage ist, dass sie ganze Planetenbahnen und gigantische Sonnensysteme in Balance hält, wenn diese Kraft dafür sorgt, dass in jedem Jahr die Jahreszeiten wechseln, dass die Blätter von den Bäumen fallen, dass die Blüten wieder neu sprießen, dass das gesamte Leben sich selbst am Leben erhält und dass dieser gigantische Kreislauf des Lebens völlig frei und völlig bebend tanzt, dann darfst du verstehen, dass auch du Teil dieses Kreislaufs bist. Schau mal, diese gigantische Kraft, egal wie du sie nennen willst, ob du sie jetzt universelles Bewusstsein oder Göttlichkeit oder von mir aus einfach nur physikalische Konsequenz nennen magst, so, Fakt ist, diese riesengroße Kraft hält alles am Leben und sorgt dafür, dass alles, was miteinander vernetzt ist, sich gegenseitig bedingt, das Leben weiter zum Erblühen zu bringen. Und weil du Teil dessen bist, ist das Leben wirklich nur für dich. Das bedeutet, das Leben meint es tatsächlich gut mit dir. Und wenn du dich entscheidest, dich diesem Fluss voller Vertrauen hinzugeben, wird das Leben auch dafür sorgen, dass du dich noch weiter, noch größer, noch farbenfroher und prächtiger entfalten kannst. Du bist letztendlich wie eine Blume. Eine Blume bringt all ihre Facetten, all ihre Blüten zum Ausdruck und erscheint in ihrer größtmöglichen Form, in ihrer größtmöglichen Pracht. Und so bist du auch gedacht. Die Blume hat uns gegenüber den großen Vorteil, dass sie nicht darüber nachdenkt, dass sie sich einfach entfaltet und wir haben die Wahl. So, wir können uns entscheiden, dass wir auf diesem Planeten wie Heuschrecken fungieren oder wie Bienen fungieren, die alles bestäuben und weiter zum Erblühen bringen. Und ich entscheide mich definitiv für die zweite Variante. Und wenn du dem Guten dienst, wenn du es dir zum Motiv machst, der Welt zu dienen, den Menschen zu dienen und dein Leben zu etwas zu machen, was gut für die Welt ist, was die Welt besser hinterlässt, als du sie vorgefunden hast, dann wird das Leben als logische Konsequenz alles Notwendige für dich tun, um dich in deiner Entfaltung zu unterstützen, zu supporten. Und weil dieser Support immer gegeben ist, musst du dir auch nicht weiter Sorgen machen. Und es ist cool, das ist richtig, richtig schön. Und unter diesem Aspekt weißt du auch, dass dir nichts weiter geschehen kann. Es können vielleicht Dinge geschehen, die du nicht vorhergesehen hast und die sich vielleicht auch nicht schön anfühlen. Jedoch hast du immer wieder die Wahl, dich auf das Gute zu fokussieren. Du kannst entscheiden, wie du mit den Dingen umgehst. Und du kannst vertrauen, dass das Leben dir stets Möglichkeiten bietet, zu wachsen, dich weiter zu entfalten, dich einmal mehr für die Liebe zu entscheiden, einmal mehr aufzustehen, einmal mehr nicht aufzugeben, sondern einmal mehr die Möglichkeit zu erkennen und dich für diese Möglichkeit, für dein eigenes Wachstum ganz bewusst zu entscheiden. Und du kannst es rückwärts betrachtet im Übrigen sehr, sehr gut erkennen. So, wenn ich mein Leben von hinten betrachte, dann sehe ich sehr deutlich, auch jetzt schon, dass alles gut war, wie es war. Und du weißt, ich habe 15 Alben erfolglos gemacht und ich habe in 3 verschiedenen Berufen gearbeitet, die mich nicht so wirklich glücklich gemacht haben, zumindest die ersten beiden. Und ich habe immer und immer wieder gespürt, irgendwas hat schon seine Richtigkeit in diesem Plan. Irgendwie ist es schon in Ordnung, dass ich den Weg hier gehe. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich es so gut so. Die ganzen Geschichten, die ich auf meinen Konzerten erzähle, die ich in meinen Büchern habe, von diesen wundervollen Erlebnissen mit Kindern, die stammen aus meiner Arbeit mit Kindern als Erzieher und als Logopäde. Die berührenden Geschichten von alten Menschen, die mir so viel Weisheit geschenkt haben, habe ich alle in meiner Zeit als Logopäde verstanden. Die Tatsache, wie ich eine Plattenfirma führe und wie ich mit bestimmten Dingen umgehe, habe ich natürlich durch eine kaufmännische Ausbildung gelernt. Und das alles konnte ich nicht ahnen, als ich diese Dinge machen musste oder mich dazu entschieden habe. Ich kann aber im Nachhinein darauf vertrauen, dass alles genau so, wie es ist, richtig ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn du dein Vertrauen verloren hast, ja fuck, wie soll ich denn wieder Vertrauen lernen? Und es ist in meinem Modell von Welt relativ einfach. Das Leben zeigt dir doch schon Aspekte, in denen du vertraust. Und ich bitte dich einfach, dich darauf zu konzentrieren. Also vertrau einfach mal in deine eigene Fähigkeit. Und jetzt magst du vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt gar nicht so viele große Talente und so. Dann nimm die kleinen Sachen, wenn es der Fall ist. Schau mal, du kannst vielleicht Fahrrad fahren oder du kannst Auto fahren. So.
Und diese Fähigkeiten, die hast du entwickelt. Ich bin als Kind mit meinem Fahrrad 10-mal gegen den gleichen fucking Baum gefahren und habe mich dann wirklich immer wieder verletzt. Und ich habe aber irgendwann gelernt, wie man Fahrrad fährt. Und dann habe ich irgendwann Autofahren gelernt. Und du kennst es, man hat am Anfang so viele Punkte, auf die man achten muss beim Autofahren. Man kommt gar nicht zum entspannten Fahren, weil man so damit beschäftigt ist, zu überlegen, wann muss ich kuppeln, wann muss ich Gas geben. Und jetzt fährst du völlig selbstverständlich Auto. Jetzt magst du sagen, okay, das ist ja wirklich was Logisches und was Einfaches. Aber das ist der Punkt, wo du anfangen kannst. So. Vertrau in die Fähigkeiten, die du beherrschst. Und dann erweitere dein Feld und verstehe, dass du alles lernen kannst, was du möchtest. Du wusstest als Kind ja schon, dass du alles lernen kannst. So hast du Schaukeln gelernt und Fahrrad fahren oder Roller fahren oder auf deiner Wippe an deinem Spielplatz. Alles, was andere gemacht haben, was du schön fandest, cool fandest und was nach Spaß aussah, hast du irgendwann bewusst oder unbewusst übernommen. Und dann hast du dich entschieden, ich werde es jetzt lernen. Und du hast es gelernt. Und dann kam irgendwann vielleicht die Schule oder es kamen verschiedenste Institutionen, die dir ausreden wollten, dass du richtig bist, wie du bist. Und Fakt ist, dass du dich jetzt einfach zurückerinnern kannst. Und ja, ich meine es wirklich so einfach, wie es ist. Erinnere dich jetzt einfach an das zurück, was in dir liegt. Nämlich an deine grandiose Fähigkeit, alles zu lernen, was du möchtest. Und dann verstehe, dass das Leben immer darum bemüht ist, dir zu helfen. Wenn du auf diesem Pfad des Guten bleibst, wenn du auf dem Pfad deiner Entfaltung bleibst, um der Welt zu dienen, um die Welt mit deiner Anwesenheit zu beglücken. Und ich habe das schon mal erzählt, es gibt eine schöne Karte an meiner Haustür, auf der steht, dein Leben ist ein Geschenk des Universums, doch was du aus deinem Leben machst, wird dein Geschenk an das Universum sein. Und wenn du mit diesem Leitsatz lebst, wenn du verstehst, dass dir all das geschenkt wurde, dass es allein ein riesengroßes Wunder ist, dass es dich gibt, dann besteht deine Aufgabe nur noch darin zu überlegen, okay, wie kann ich die schönste Form meiner selbst erschaffen, um dem Universum ein klein wenig zurückzugeben. Nicht aus einer Verpflichtung oder einem Schuldbewusstsein heraus, sondern aus der Freude heraus, aus der Freude von großartiger Dankbarkeit. Und letztendlich ist es das schon. Es ist so einfach. Und du kannst dich immer wieder darauf fokussieren, dass du mit dem Leben gemeinsam in diesem Fluss fließen darfst und dass auch wenn dir scheinbar schlechte oder schlimme Dinge passieren, du daraus vielleicht das Gute wiederum erfahren kannst und schöpfen kannst, wenn du darauf vertraust, dass es so ist. Und dazu habe ich eine schöne kleine Zen-Geschichte für dich. Es ist eine relativ bekannte Zen-Geschichte, aber vielleicht kennt sie noch nicht jeder und sie passt so gut zum Thema Vertrauen und wie du weißt, liebe ich Geschichten, deswegen eine kleine buddhistische Zen-Geschichte für dich zum Thema Vertrauen und dass du stets darauf vertrauen darfst, dass alles, was sich für dich entfaltet und dich weiterhin auf deinem Weg führt, richtig für dich ist. Ein Bauer hatte einmal ein Pferd, aber eines Tages lief es fort und der Bauer und sein Sohn mussten ihre Felder selbst pflügen. Die Nachbarn sagten, was für ein Pech, dass euer Pferd weggelaufen ist. Und der Bauer antwortete voller Vertrauen, man wird sehen. Eine Woche später kam das Pferd zum Bauernhof zurück und brachte eine ganze Herde wilde Pferde mit. So viel Glück, riefen die Nachbarn. Aber der Bauer sagte voller Vertrauen, man wird sehen. Kurz danach versuchte der Sohn des Bauern, die wilden Pferde einzureiten. Aber er wurde abgeworfen und brach sich ein Bein. Oh, so ein Pech, sagten die Nachbarn und hatten Mitleid. Aber der Bauer sagte wieder, man wird sehen. Ein paar Tage später zog der Landesherrscher alle jungen Männer in sein Heer ein, um in die Schlacht zu ziehen. Aber den Sohn des Bauern ließen sie wegen seines gebrochenen Beines zu Hause. Was für ein Glück, dass dein Sohn nicht in die Schlacht ziehen muss, freuten sich die Nachbarn. Aber der Bauer bemerkte nur, man wird sehen. Und das ist der Punkt, du weißt nie, für was die Dinge gut sein werden. Du weißt nie, wo sie dich hinführen werden. Und das Schöne ist, dass es da eine Kraft gibt, egal wie du sie nennen magst, und die weiß das. Und ich kann es dir nicht erklären, ich kann dir nur davon erzählen und ich weiß aus so vielen Geschichten und Erfahrungsberichten von unseren Seminarteilnehmern und von den Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, dass das Leben dir immer und immer wieder Chancen ermöglichen wird. Und du weißt, Chancen multiplizieren sich, wenn man sie ergreift. Und das Leben lädt dich immer und immer und immer wieder ein. Und ich habe dazu jetzt den zweiten Song für dich am Start, denn dieser Song
erzählt die Geschichte davon, dass das Leben dich immer wieder einlädt. Und es passt so gut hierher, deswegen will ich dir die Entstehungsgeschichte dazu kurz erzählen. Der Song, den du gleich hören wirst, trägt den Titel »Wo bist du?« Und es ist der gleichnamige Titel des Prologs von Veit Lindau aus seinem Buch »Seelengevögelt«. Die Songzeilen, die du in diesem Text hörst, sind zur Hälfte von Veit Lindau und zur Hälfte von mir. Und ich erzähle dir, wie das Ganze zustande kam. Ich hatte vor genau 4 Jahren mit einem guten Freund von mir die Idee und die Vision, dass wir zusammen nach Bali reisen und uns auf Bali einfach nur führen lassen und den Zeichen folgen. Und bevor wir losgeflogen sind, bin ich in die Buchhandlung und habe mir überlegt, ich könnte ja noch ein Buch mitnehmen. Und ich wollte das Leben entscheiden lassen, welches Buch für mich bestimmt ist. Und ich habe einfach blind ins Buchregal gegriffen. Dann hatte ich das Buch Seelengevögelt von Veit Lindau in der Hand und ich musste erst mal lachen und dachte mir, ah, schön, cooles Leben, gefällt mir, was soll mir das wohl sagen? Ich kannte Veit Lindau bis dahin noch gar nicht, fand nur den Titel irgendwie sehr, sehr interessant. So, dann habe ich das Buch mitgenommen und ich habe das, ich glaube, im Flugzeug schon fast fertig gelesen und ich fand es genial, weil es sehr, sehr viel Weisheit und zugleich sehr viel Frechheit in sich vereint und das ist genau mein Gusto, gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann war ich geflasht von dem Buch und habe mir überlegt, ich schreibe dem Autor mal eine Nachricht. So, dann habe ich den gegoogelt und dann habe ich festgestellt, ah, okay, den kennen scheinbar schon relativ viele Menschen, das war mir nicht bewusst. Und dann habe ich ihm einfach eine Facebook-Nachricht geschickt und einen Song von mir dazu gepackt und habe gemeint, hey, vielleicht gefällt dir auch meine Musik und vielen Dank für dein Buch. Ich habe mir nicht mal wirklich eine Antwort erwartet. So. Und dann kam innerhalb von kürzester Zeit am selben Tag noch eine Antwort. Und er hat mir geschrieben, dass er meine Musik sehr feiert und hat mir einen Vorschlag unterbreitet. Er hat gemeint, schau mal, in diesem Buch von mir, Seelengevögel, da gibt es einen Prolog, der heißt Wo bist du? Und ich wollte dich fragen, ob du den Text einfach einsprechen könntest für mich, den so vertonen könntest. So. Und mir ist halt irgendwie bei dem Gedanken bewusst geworden, so ich will nicht nur was einsprechen, weil das entspricht meinem künstlerischen Naturell nicht so ganz, sondern ich würde lieber einen Song draus machen. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, pass auf, ich mache einfach einen Song draus. Das heißt, ich nehme deine Zeilen aus dem Prolog und zu jeder Zeile erfinde ich sozusagen eine neue, die sich reimt und mache daraus einen Songtext. Und zunächst war er ein bisschen skeptisch, was ich gut verstehen kann und hat geschrieben, ja, mach mal, ich weiß jetzt aber noch nicht, ob ich das wirklich feiern werde. So. Und dann habe ich das Ganze geschrieben innerhalb von 1 Stunde oder 2 und dann habe ich das aufgenommen und ihm zugeschickt und er war begeistert und er hat gemeint, hey, voll schön, gefällt mir super gut. Und dann haben wir ein kleines Video draus gemacht mit ein paar Bildern hinterlegt so und dann wurde das veröffentlicht. Und für mich war das ein riesengroßer Moment, weil Veit Lindau hat es dann in seiner Community geteilt und hat mich total liebevoll verschiedensten Menschen sozusagen vorgestellt über seine Community und dann kannten mich auf einmal viel, viel mehr Menschen. Zu dem Zeitpunkt war Spirit noch nicht mal veröffentlicht, mein Album über meinen ersten großen Plattenvertrag. So. Und dann habe ich in dem Moment einfach schon gespürt, was so wichtig war, dass das Menschen toucht, dass das, was ich kann, nicht nur so für den kleinen elitären Kreis bestimmt ist, sondern dass das wirklich das Potenzial hat, viele, viele Menschen zu erreichen und zu berühren. Und dann hat er mir Nachrichten geschickt von Menschen, die Feedback gegeben haben. Und ich war mal bei ihm bei der Summer Celebration, durfte ein Konzert geben, so einen kleinen Gastauftritt und habe sehr, sehr viel Liebe bekommen und sehr viel Zuspruch und sehr viel Mut. Und das war für mich zum damaligen Zeitpunkt so wichtig, dass mir einfach jemand zeigt, so, hey Mann, das ist gut, was du machst und das ist wichtig, was du machst und wir können das fühlen. Und das ist so spannend, weil du musst bedenken, das begann ja mit dem Handgriff in ein Bücherregal, blind, also ohne, dass ich wusste, was ich da gleich in den Händen halte. Und das führte mich zu dieser Verkettung von Umständen. Und ich bin Veit noch heute so dankbar für die Möglichkeit und für die Tatsache, dass er mir meine Kraft vor Augen geführt hat, ob sie ihm bewusst war oder nicht. Letztendlich hat das Leben dafür gesorgt, dass mir jemand Kraft schenkt und dass mich noch mehr Menschen kennenlernen. Und das alles durch die Tatsache, dass ich mal losgelassen habe, dass ich mich der Fügung hingegeben habe. Und dieser Prolog, dieser Text von Wo bist du, er handelt eben davon, dass das Leben dich immer wieder einlädt. Das Leben lädt dich mit all diesen Symbolen, mit all diesen versteckten Botschaften und mit all diesen noch so kleinen oder eben auch größeren Impulsen immer wieder ein, es anzunehmen, dich zu öffnen, in deine Größe zu gehen, so viel zu lieben, wie du kannst und dieses große Mysterium einzuatmen und durch dich fließen zu lassen. Und damit du ein bisschen was von der Power noch direkter fühlen kannst, möchte ich dir den Song jetzt nochmal direkt einspielen, damit du fühlst, wovon ich spreche und damit du die Botschaft von Veit und auch von mir jetzt nochmal gemeinsam verinnerlichen kannst mit uns. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, denn manchmal scheint das Leben mit uns zu sprechen. Und wenn das Leben so mit uns spricht,
dann sagt es scheinbar zu dir ganz persönlich. Ich laufe durch die Straßen deiner Stadt. Du siehst mich an jedem Ort, an jedem Tag, in jedem Blatt. Ich streif durch deine Träume und lass deine Blicke glänzen. Ich beobachte dich durch die Augen deiner Mitmenschen. In jedem Buch, welches du liest und verstehen musst, hinterlasse ich dir verborgene Zeichen meiner Sehnsucht. Die Schneeflocken im Winter, zartschmelzend auf deinen Wimpern, sind ein Versuch, dich wach zu küssen. Dich zu erinnern, mit dem ersten warmen Frühlingswind und feinem Blütenstaub steichle ich ganz sanft über deine süße Haut. Mit jedem deiner Atemzüge will ich täglich groß beginnen und liebkose dich von innen. In jeder Stunde deines Seins bin ich stets in deiner Nähe und steh rufend, drängend, bebend vor dem Haus deiner Seele. Ich warte dort am Eingang, ich bleib hier und klopf in tausend Art und Weisen an deine Tür, manchmal laut wie der Schrei eines wütenden Kindes und still wie die Ewigkeit des Alls, bis du mich findest. Wild und fordernd zerre ich an dir in 100 Rahmen, um dich im nächsten Augenblick dann behutsam zu umarmen. Ich warte schon seit Jahren und schick dir die schönsten Zeichen, um dich eines Tages zwischen deinen Zweifeln zu erreichen. Ich habe keine Wahl, ich will dich funkelnd erfassen und glaub mir, ich werde sicherlich nichts unversucht lassen, bis du mir öffnest, weit und bedingungslos, bis du mir alles schenkst, was du hast und was du bist so groß. Wo bist du? Ich brauche dich. Spürst du mein Beben? Ich will dich. Vertrau auf mich. Dein Leben. Ich will dich. Ich brauche dich. Dein Leben. Ja, und das Leben ruft. Wo bist du? Immer und immer wieder. Und es ist so schön, wenn wir uns trauen, dieser Einladung nachzugehen. Und wenn wir die Einladung vor allem im Außen suchen, dann werden wir erkennen, dass uns das Leben immer wieder diese schönen Einladungen schickt. Wir können die Erkenntnisse, die große Liebe und die große Dankbarkeit nur im Inneren fühlen und unser Glück vor allem aus innen heraus erschaffen. Aber wir können diese Einladungen des Lebens im Außen so schön sehen. Das kann das kleine Lächeln einer süßen alten Dame am Straßenrand sein, die 80 ist, mit ihrem Hund spazieren geht und dich angrinst. So, das kann ein Kind sein, das schreiend wild an dir vorbeirennt. Das können auch jetzt die vielen bunten Blätter sein, die im Herbst gerade so zu Boden segeln. Es kann der kleine Vogel sein, der an dir vorbeifliegt. Und das sind alles Einladungen. Und es ist so schön, wenn wir uns trauen, diesen Einladungen nachzugehen, weil dann entwickeln wir dieses tiefe Vertrauen, dann verstehen wir einfach, wow, das Leben atmet und pulsiert und vibriert einfach nonstop. Es gibt keine Pause. Und das ist so schön, weil deshalb gibt es auch für dich, für deine Entfaltung und für deine großartige Kraft, die darauf wartet, sich zu entfalten, auch keine Pause. Und du bist behütet. Du bist stets behütet und in Sicherheit. Und es gibt im Buddhismus dazu einen wirklich, wirklich schönen Gedanken. Im Buddhismus sagt man, dass wir alle auf der Hand Buddhas leben. So, und jetzt magst du sagen, okay, der Spielraum ist ja ziemlich begrenzt auf so einer Hand. Also du könntest sagen, okay, dann könnte ich ja auch gleich aufgeben, wenn wir alle eh nur auf der Hand Buddhas leben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn es bedeutet, auch wenn es uns schlecht geht, auch wenn wir mal nicht in der Balance sind, auch wenn uns vielleicht Dramen oder Tragödien heimsuchen, so sind wir immer noch in der Hand Buddhas. Und es ist doch fantastisch. Du bist stets behütet. Du bist stets von dieser großen Kraft umgeben. Und ich kann dir nicht sagen, wo mein Vertrauen herkommt. Vielleicht, weil meine Eltern, meine Mom und mein Dad mir so viel Liebe geschenkt haben, als ich klein war und mir immer wieder gesagt haben, dass ich alles schaffen und alles erreichen kann, was ich möchte. Und ich aus diesem Grund vielleicht begünstigt bin, weil meine Mom mir so viel Liebe gegeben hat, dass ich einfach gespürt habe, okay, es ist alles richtig, wie es ist. Und egal, was passiert, ich werde meinen Weg gehen können. Und ich glaube aber, auch wenn dir das als Kind nicht so oft gesagt wurde, dass du dir das im Nachhinein auch noch sehr, sehr klar verinnerlichen kannst. Und wenn du dann weißt, dass das Leben dich liebt und dass du dich bei all dem, was dich umgibt, auch immer wieder bedanken darfst, dann wirst du verstehen, dass dir nichts passieren kann. So, du bist eh schon aus Licht und du bist eh schon tatsächlich, auch wenn es noch so ESO-mäßig klingt, du bist ein unendliches und ein grenzenloses Wesen. So tief in deinem Inneren spürst du das, dass nach deinem Tod sicherlich nicht einfach eine schwarze Wolke aus nichts da sein wird und du verschwindest, sondern du bist unendliches Bewusstsein. Und das bedeutet, dass du nicht zerbrechen kannst, dass dir nichts passieren kann, dass einfach alles gut ist. Und ich weiß nicht genau, wo das Vertrauen herkommt, aber ich weiß ganz genau, dass diese Welt nicht dem Untergang geweiht ist.
ich bin mir ganz sicher, dass die Welt sicherlich nicht zum Teufel geht, sondern die Welt geht zu Gott. Und wenn wir uns alle gemeinsam auf dieses Vertrauen besinnen, dann wissen wir auch, dass alles gut ist, dass uns nichts geschehen kann. Und ich weiß auch, dass viel zu tun ist, dass wir uns jetzt nicht nur chillig zurücklehnen sollten und sagen, ja, wird schon laufen und so, sondern dass wir uns bewusst formieren dürfen, im Zeichen des Guten aufstehen dürfen und sagen, okay, komm schon, wir gründen jetzt diese neuen Bildungssysteme, wir sorgen jetzt für diese neuen Vereine, wir pflanzen jetzt neue Wälder, wir sorgen uns um die Tiere, wir beginnen wieder noch bewusster auf uns zu achten, auf unsere Ernährung, wir kaufen Produkte, die es bei uns gibt und wir sorgen dafür, dass die Welt sich wieder zum Guten entwickelt. Und dennoch weiß ich, dass bei all dem Wahnsinn, der da draußen stattfindet, bei all diesen medialen Katastrophen und bei all dieser Panikmache, dass dieses Vertrauen, was in mir selbst ist, nach wie vor unerschütterlich ist. Und mit unerschütterlich meine ich wirklich, da kann kommen, was will. Ich bin der festen Überzeugung, so du kannst mir jede noch so wilde Hiobsbotschaft über diese Welt mitteilen. Ich werde dir sagen, wir kriegen das hin. Und ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich kann dir ein Liedchen von singen. Wir kriegen das hin. Und das führt jetzt zum dritten Song, den ich heute mit dir teilen will. Es ist eine kleine Strophe und ich erzähle dir danach, wie das Ganze entstanden ist, denn ich weiß, wir kriegen das hin. Und wenn ein kleines Kind mich fragen würde, was sollen wir jetzt nur tun? Kann es überhaupt noch gut gehen? Kriegen wir das gemeinsam gebacken, dass wir diese Welt noch einmal richtig schön drehen und alles sich zum Guten wendet? Dann sage ich zu dir und zu diesem Kind, ja, ja, wir kriegen das hin. Also hab Vertrauen, denn wir bauen die Welt wieder auf. Und jetzt möchte ich für dieses Kind ein klein wenig sprechen. Und das in dem Song Vertrauen für dich. Alles, was du sagst, stimmt, ja, all das ist richtig. Doch in der Finsternis erstrahlt ein hoffnungsvoller Lichtblick. Was du sagst, ist wahr, doch es ist alles nicht von Dauer. Denn wir machen nun die Luft und auch das Wasser wieder sauber. Glaub uns, wir bereuen all das selber. Doch wir gehen jetzt neue Wege. Wir pflanzen neue Wälder, nützen neue Energie und bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Wir geben jetzt nicht auf. Machen die Fehler wieder gut. Früher waren wir wohl zu blind, oder es fehlte uns der Mut. Dass wir zu lange weggesehen haben, wissen wir genau. Doch mit vereinten Kräften machen wir den Himmel wieder blau. Wir glauben an Wunder und verkörpern sie blind, weil wir nicht vergessen haben, dass wir selbst welche sind. Wir achten die Jungen und wir ehren die Alten, dass sich Sanftmut und Güte in den Herzen entfalten. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Muss ich jetzt keine Angst mehr haben. Bauen wir die Welt wieder auf. Danke. Träumen wir von einer wundervollen Welt. Ja, wir bauen die Welt wieder auf. Und ich weiß, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Und ich weiß auch, dass das bei dir beginnen muss. Also besinn dich auf dein Vertrauen. Besinn dich einfach mal darauf, das Leben wahrzunehmen. Von mir aus, schau dir eine Dokumentation über die Wunder dieser Welt an und beachte dabei einfach mal, dass alles bedingt. So die ganzen Wälder sind voneinander abhängig. Jeder Baum ist für den nächsten stark und hilft uns. Und die Vögel tragen die Samen von all diesen Bäumen um die Welt und verteilen sie und lassen dadurch neue Wälder gedeihen. Und jedes Tier ist so sehr an diesem Kreislauf beteiligt. Und es ist den Tieren nicht wirklich bewusst. Ich glaube nicht, dass jedes einzelne Tier sagt, oh, ich muss jetzt wirklich diese Blume bestäuben, damit die Welt nicht aus den Angeln gehoben wird. Sondern sie tut es einfach. Und dabei ist es so wichtig, wenn du morgens in deiner Meditation bist und klar bei dir bist, dann mach dir bewusst,
tu einfach, zu was du hier bist. Und wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich das rausfinden, dann folge deiner Begeisterung, folge deiner Freude. Dieses Universum, dieser Kosmos oder Gott kommuniziert so klar mit dir durch Emotionen. Und wenn dir Dinge richtig Freude bereiten, wenn sich Dinge wirklich richtig für dich anfühlen, dann folg denen und dann erfüllst du deinen Plan. Und glaub mir, der Plan besteht genau darin, sich zu entfalten und dadurch der Welt durch deine Talente zu dienen. So, und wenn du sagst, okay, ich möchte aber lieber chillen, dann chill auch mal, ist alles cool. Aber ich glaube nicht, dass du hier auf diesem Planeten bist, um 24/7 die ganze Zeit auf deiner Couch zu liegen und fernzusehen oder auf Netflix irgendwelche Serien zu skippen. So, das kann nicht der Plan sein und das weißt du auch. Also alle Menschen, die sich länger als 5 Stunden irgendwie auf ihrem Sofa befinden und chillen, werden irgendwann merken, ja, irgendwie fehlt jetzt was. So. Und das kannst du mit Sicherheit einen Tag für einen Off-Day für dich tun, aber du merkst dann irgendwie, es ist nicht richtig, weil wir wachsen müssen, weil wir hier sind, um uns zu entfalten und weil das Leben dich auf diesem Planeten geschickt hat, um zu wachsen. Also wachse, bis du den Himmel berührst. So, bleib fest mit den Roots verbunden, bleib fest mit der Erde, wirklich down to earth verbunden und dann wachse so hoch du nur kannst und du kannst verdammt hoch wachsen, das weiß ich. Und deswegen trau dich wieder, dieses Grundvertrauen zu erlangen, das Vertrauen, dass es das Leben gut mit dir meint. Und wenn du jetzt vielleicht sagen magst, okay, Seum, du hast überhaupt keinen Plan, wie tragisch mein Leben verlaufen ist und du kannst mir nicht erzählen, dass das seinen Sinn hatte, dann sage ich dir, vielleicht hat es einfach nur den Sinn, dich noch stärker zu machen, dich noch verständnisvoller zu machen für das Leid von anderen Menschen. Und wenn dir was wirklich Wildes widerfahren ist, dann vertrau mir darauf, das hat seinen Sinn, damit du der Welt noch mehr in deiner Kraft dienen kannst, damit du Dinge verstehen kannst, damit du vielleicht Dinge oder Menschen vergeben kannst. Und es ist so wichtig, dass du diese Erfahrung gemacht hast und ich bedanke mich von ganzem Herzen dafür, wenn es was wirklich Hartes war. Danke, dass du das auf dich genommen hast. Du hast es in meiner Philosophie nicht bewusst auf dich genommen, aber du hast es irgendwann mal entschieden, bevor du hier warst. Und hey, ich finde es so stark und so groß von dir. Und jetzt mach bitte nicht den Fehler, dabei in der Opferhaltung zu bleiben und zu sagen, das Leben meint es nicht gut mit dir. Doch, das Leben meint es gut mit dir, denn es schickt dich über diese Pfade, um dich noch weiter zu entfalten, um dich noch weiter in deine Kraft zu führen und um dadurch den Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen. Genauso ist es bei mir auch. Schau mal, ich war so viele Jahre so fucking broke und ich habe so wenig Geld gehabt und ich habe mich wirklich durchgeboxt durch so viele Jahre oder ein Jahrzehnt. Und ich kann dadurch alle Menschen einfach so gut verstehen, wenn sie sagen, ich kenne meine Berufung oder ich kenne sie auch nicht und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, weil ich fühle mich in meinem Job so deplatziert. Ja, ich weiß. Ich weiß echt gut, ich kenne das. Ich habe das so lange mitgefühlt. Und deswegen waren für mich diese Episoden eben auch so wichtig, um jetzt Leute abholen zu können, die noch nicht ganz an ihrem Platz sind. Und das Leben hat mir meinen Platz gezeigt und jetzt helfe ich dir, deinen zu finden. Und ich glaube, dass jeder von uns so seine kleine Aufgabe oder seine große Aufgabe findet, um diese Kreise zu ziehen. Diese Kreise, die dich und mich mit einschließen oder auch deine Familie nur mit einschließen und euch gegenseitig helfen, dieses Vertrauen ins Leben wiederzufinden. Und das zu machen, wofür du hier bist, nämlich ein grandioses Leben zu kreieren. Und ich sage das den Menschen immer wieder auf den Konzerten und in den Seminaren, so, du bist grandios und deshalb hast du ein grandioses Leben verdient. Und dafür kriegen wir auch so viel. Schau mal, wir waren jetzt zum Beispiel gerade in Nürnberg. Wir hatten dort Konzert und Seminar. Wir hatten fantastische Menschen. Ich habe am ersten Konzerttag in Nürnberg nur in leuchtende Gesichter geschaut. Ich sagte schon vor Beginn des Konzerts, eigentlich ist der Job jetzt schon done, so, weil alle leuchten und strahlten in diesem Publikum so krass. Und die Menschen haben uns so coole Sachen mitgegeben. Schau mal, eine Frau hat mir ein Shirt aus Holzfasern geschenkt. Ich wusste nicht, dass es Shirts aus Holzfasern gibt und ich fand es so cool, deswegen erwähne ich sie nochmal, bin so dankbar dafür. Wir haben vegane Nussecken bekommen von einer Lady, die in einem Bioladen arbeitet und es ist so schön, dass so viele Menschen einfach in so viel Achtsamkeit Gutes tun und uns darauf hinweisen, schau mal, hier gibt's noch was Gutes und hier gibt's noch was Schönes und hier ist noch was cool. Und das ist geil, weil dadurch sind wir uns alle eben so schön verbunden, weil wir uns immer wieder daran erinnern können. Und ich will dich auch gerne daran auch am Wochenende jetzt wieder erinnern, falls du aus der Schweiz oder aus Süddeutschland kommst, wir sind in Luzern. Wir geben am Samstag eins unserer letzten Seminare in diesem Jahr in Luzern oder am Sonntag ein großes Konzert. Silke Schäfer wird am Freitag auch da sein, das ist bei den Wohlfühltagen. Und mit Silke Schäfer gebe ich Anfang Januar riesengroße, schöne Events. Da gibt es noch Tickets und du kannst dich da jetzt noch anmelden. Es wird gigantisch. Wir machen was noch nie gab vorher. Und zwar machen wir ein richtig großes, gemeinsames Event über einen ganzen Abend.
haben 3-4 Stunden, wo wir uns immer wieder abwechseln. Silke Schäfer ist eine super, super bekannte und sehr, sehr versierte Astrologin und einfach eine sehr, sehr geniale und wundervolle Frau. Und sie spricht immer wieder 20, 30 Minuten in Vorträgen über die Energie der neuen Zeit und über die astrologischen Hintergründe. Und dann spiele ich wieder ein paar Songs und halte ein paar Vorträge. Und das Ganze machen wir in einem richtig schönen neuen Fluss, so wie es bisher, glaube ich, wirklich noch nie gab. Und das machen wir in Zürich, im Volkshaus, in Hamburg, in den Mozartsälen und in einem der allerschönsten Säle überhaupt für Musik, und zwar in Graz, im Stephaninsaal. Und schau dir den gerne an, wenn du aus Österreich kommst und es irgendwie klar machen kannst, komm dahin, dieser Saal ist gigantisch, der ist im Herzen der Grazer Altstadt und der wurde zwischen 1905 und 1908 nach einem großen Entwurf erbaut. Und es ist wirklich einer der schönsten und akustisch besten Konzertsäle der Welt. So, und wenn du da Bock drauf hast, dann lass dir das nicht entgehen. Das sind 3 Events, die wir gemeinsam gestalten. Und die sind am 10. Januar, am 12. Januar und am 15. Januar. So, und wenn du uns vorher noch besuchen möchtest, sind wir noch in Frankfurt und in Köln. In Köln haben wir das Highlight-Konzert schlechthin mit Marius Mikat, der mich am Flügel begleitet, Annika Dietmann mit mir auf der Bühne, Luca, ein begnadeter Rapper, wird dabei sein, und Rhymler Benz und zusätzlich Ruben Degendorfer. Also es ist wirklich ein Feuerwerk. Und das ist in einem wunderschönen Theater in Köln. Also alle Menschen, die aus Köln oder der Region dort kommen, kommt dahin. Es ist am 24.11., also in gut 10 Tagen, und es gibt noch ein paar Tickets und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Ansonsten sind wir dann noch am 7.12. mit Regina Casanova in Chur und geben dort ein schönes Seminar und das Theaterabschlusskonzert in diesem Jahr für alle Freunde aus Österreich wird in Steyr im Alten Theater von Steyr stattfinden, am 14. Dezember. Und es wird auch ganz, ganz grandios. Dort ist Vivian aus Wien mit dabei und eine zusätzliche ganz tolle Sängerin, und zwar Edith von Hausmond. Und die beiden spielen im Vorprogramm und ich werde in diesem Theater für dich wunderschöne Momente kreieren. Du findest von dem Theater auch ganz tolle Bilder, auch auf meiner Homepage. Und ich lade dich von Herzen ein, gib dir eins dieser Events, weil wir haben uns wirklich die Highlights für das Jahresende aufgehoben. Und den Jahresstart 2020. Und deswegen, wenn es dich interessiert, wenn du uns live erleben willst, pick dir einen der Termine raus. Fahr von mir aus auch ein bisschen weiter, wenn es für dich cool ist. Und ich verspreche dir, es wird sich rentieren und wir freuen uns auf dich. So, und jetzt wünsche ich dir eine Woche voller Vertrauen, eine Woche voller Freude, voller Begeisterung. Wenn dir das gefallen hat, was ich mache, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Teil das mit deinen Freunden. Hör dir gerne den Song Willkommen im Leben auf YouTube nochmal komplett an. Schau dir das Video von Johanna dazu an. Teil das gerne in deinen Social-Media-Kanälen. So kannst du uns einfach helfen, das, was wir hier alles gratis für dich machen und zur Verfügung stellen, so ein bisschen nochmal mit deiner Wertschätzung zu pushen und das Ganze größer und bekannter zu machen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich freue mich riesig über eure Nachrichten. Schreib gerne unter das YouTube-Video oder auch unter das Bild auf Instagram, was deine Wege sind, noch mehr Vertrauen zu erlangen. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören und was deine persönlichen Wege zum Vertrauen sind. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und bis dahin liebe so viel du kannst, wo du auch immer sein magst. Im Zeichen des Guten. Dein Seon.